Wir sind auf der 7. Hanse-Challenge in Stralsund. Vor mir sitzt der Johannes. Er kam in die Top 8 und hat Yang Tsing Metal V gespielt. Gut, dann zeig uns mal dein Deck. Jo, Leute. Wir spielen folgendes. Eine Warflame, ein Gold Driver. Drei von den kleinen jeweils. Hat alles gut gepasst, so von der Ratio, sage ich mal. Ich habe meist mein Ziel erreicht, in der Starthand einen Metal Foe zu sehen. Und so soll es auch sein in den Deck. Ich habe kurz eine Frage. Ja. Warum nur die Rares einmal? Die großen Level, sage ich mal, 4er und 7er Level passen für das Deck nicht so gut. Die kleinen haben viel mehr Spielraum für die Yang Tsing, für die Synchro-Monster. Das Einzige, was ich vielleicht machen würde, ist einen weiteren Gold Driver zu spielen und einen kleinen zu cutten, um die Painful Decision öfter live zu kriegen. Ja. Dann spiele ich natürlich drei Zephyrneo. Super gut die Karte für das Deck, muss gespielt werden. Dreimal Zhao Tu und auch dreimal Qiwen. Man sollte nicht weniger spielen. Qiwen auf jeden Fall auf 3 spielen, weil du ihn auch auf jeden Fall in der Starthand sehen möchtest, um ihn abzuwerfen mit Zhao Tus Effekt. Die anderen Yang Tsings, die Nicht-Tuner, spielen wir auf jeden Fall dreimal Suani, dreimal Bian, zweimal Bixi und noch den Pulau. Ich spiele jeden Yang Tsing, nur damit ich verschiedene Namen habe im Deck. Und ja, der Yang Tsing-Count ist auf jeden Fall für mich so optimal. Ich würde nichts ändern. Manchmal zeige ich sogar einen aus. Das war's von den Monstern. Zu den Spells kommen wir auf jeden Fall zu 2x Pfad des Yang Tsing. Auf 2 vollkommen ausreichend. Ist super durch Zephyrneo und nur in manchen Situationen wirklich notwendig. Ich spiele 2 Instant Fusion in dem Deck. Spielen wenige Leute. Ich finde es auf jeden Fall sehr gut, weil es oftmals vorkommt, dass meine Plays zerstört werden durch, sei es Effect Veiler, sei es Solemn Strike, was auch immer, dass ich einfach noch einen Backup-Plan habe und damit kann ich auf jeden Fall riesige Kombos machen, um die Gegner zu töten. Natürlich spielen wir eine Metal Force Fusion für die Metal Force als Target. Eine Painful Decision reicht mir auch vollkommen. Ich zeige sie auch ab und zu aus. Ich spiele einmal Gedankengang. Ist ja nur auf 1. Ist ja nur auf 1 und in dem Deck ist es ganz witzig. Der Gegner wählt fast nie die richtige Nummer. Also lustige Karte auf jeden Fall kann man spielen. Aber zeige ich auch öfter aus. Soul Charge spiele ich. One-Off und Instant Win im Mid-Game oder so. Und ein Upstart Goblin. Würde ich auch 3 auf jeden Fall spielen, weil ich auf jeden Fall in der Starthand 3 Yang Tsing Karten haben möchte und einen Metal Foes. Und ich glaube, ich zeige noch eine Combo, oder? Am Ende? Natürlich. Na, selbstverständlich. Ich spiele nur 2 Metal Foe Combination. 3 wären zu bricky. Passt mir nicht ganz so. 2 reichen aus. Sind gut von der Zahl. Mehr braucht ihr nicht spielen. Und die 3 Counter Traps, die beste Karte in dem Deck sozusagen. Super gut. Also zerstört den Gegner vollkommen und sie sind verblüfft, dass die Karte so an Plays macht. Unbedingt 3-mal spielen. Gut, kommen wir zum Extra-Deck. Wir spielen unbedingt 3-mal Baxia. Ich hoffe, bald kommen sie in Ultimate, falls jemand Interesse hat, sie mir zu tauschen. Unbedingt 3 spielen. Super gute Extra-Deck-Karte. Vermisch auch noch gegnerische Monster ins Deck zurück. Weitere Combo-Plays und super Karte. Einmal Yasi, in manchen Situationen eben sehr gut. Floated auch. Ist wie ein Scrap Dragon. Und einmal auf jeden Fall vertretbar. Ein Shao Feng, um besonders die ABCs auszunoggen, weil man damit halt alle Lichteffekte rausnehmen kann. Es können gar nicht mehr aktiviert werden. Meist halt mit Lichtmonstern. Und der Deng Long, der jetzt im neuen Set rauskam, super gut, kann gar nicht besser gehen, beste Karte. Wir spielen Void Ogre Dragon auf jeden Fall, Ignister, um
Ja, für die Kombos. Superkarten, targetet nicht. Trischler spielen wir auch in manchen Situationen gut und kommt manchmal unerwartet, möchte ich sagen. Wir spielen noch den einen Herold für die Kombos und ja, was soll man sagen? Der Gegner kann nichts tun, Mann. Und jetzt wird's lustig, ich spiele einen Sternstaubkrieger und einen Sternstaubangriffskrieger. Den benutze ich für meine Anfangskombo, ja, bei der Gegner sozusagen gar nichts mehr machen kann. Und falls er wirklich da rumkommt, eben, dass ich den noch holen und man braucht einfach einen Sechser noch für Instant Fusion und Jauto. Vielleicht könnt ihr auch Coral Dragon spielen, könnt ihr euch aussuchen. Ich habe den erstmal, um noch eine Karte zu sehen bei der Beschwörung. Als zwei Fusion Targets haben wir nur die eine Metal Force Fusion und den Norden. Und noch als letztes die Nummer 38, um zwei Baxias zu overlayen. Ja, schlussendlich noch das Side Deck. Ich bin noch nicht ganz zufrieden damit. Da wird auf jeden Fall, ist auf jeden Fall Verbesserungsbedarf noch. Ich spiele zwei Ghost Ogre fürs Pendel-Matchup natürlich. Zwei Flying Sea. Gegen BA habe ich heute gar nicht gesehen. Zwei Gamesiel natürlich. Besten Kaijus. Ich habe zwei Krähen heute gespielt. Kam nicht besonders gut. Ich habe sie nur gespielt, weil ich keinen System Down habe. Zwei Darkholds, die dir selber auch bei den Kombos noch weiterhelfen, um ja, blöde Karten wegzukriegen wie Majesty's Fiend oder Darklore oder ähnliches. MST habe ich auch noch gespielt, kam auch nicht wirklich rein. Und zwei Königliche Erlass. Ja, gegebenenfalls treffe ich auf Fallen, Heavy Decks. Und ein Skill Drain, was sehr gut kam. Auf jeden Fall empfehlenswert im Extra Deck. Wir bedanken uns, dass du uns dein Deck präsentiert hast. Möchtest du noch irgendjemanden grüßen? Nee, auf keinen. Nee, Mann, auf keinen. Passt alles so. Deck ist super. Ich kann es auf jeden Fall euch nur empfehlen. Und macht's gut.